Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV, 10.45 Uhr am heutigen Dienstag. Wir wollen uns den DAX näher anschauen, der sich hier Houston im Erholungsmodus präsentiert. In gut einer Viertelstunde haben wir reichlich Daten aus der EU vom Verbrauchervertrauen über dem Industrievertrauen, Konjunkturklimaindikation und. 11 Uhr dürfte spannend sein. Rechnen Sie da schon mal mit einer erhöhten Wolla. Und die Frage aufgrund der jüngsten Erholung ist durchaus gegeben. Wann denn Short? Hier kurz zum Stundenchart von gestern. Wir hatten eine weitere Schwäche präferiert und ja, möchte fast sagen, der DAX ist derzeit gut einzufangen. Es geschah tatsächlich, dass wir hier weiter strange gen Süden gelaufen sind und hier sogar das Level dann im außerbörslichen, hier vorbörslichen heutigen Geschäft von 9.400 Punkten, von eben unter 9.400 Punkten erreicht haben. Grandios, insofern hier eine sehr schöne Vorstellung vom Index gestern, hier den Fahrplan so gut wie eingehalten. Und jetzt sehen wir hier die Situation dieser Abwärtstrendlinie, die wir hier gestern bereits im Chart hatten. Genau diese Linie wird mit der aktuellen Kerze hier touchiert. Sehr, sehr interessante Situation. Klar, wir kommen über verkauften Bereich nach oben raus, haben jetzt hier zwei sehr starke Kerzen gesehen, die schwache Eröffnung insofern wieder nach oben aufgebohrt. Und jetzt aber die Frage, wie geht's weiter? Wir haben jetzt sicherlich gleich News zu erwarten, das kann höchst spannend werden. Ich lege trotzdem schon mal die Fibonaccis hier an, vom Tief zum Hoch. Und da sehen wir hier, dass wir das 50er Retracement Level erreicht haben. Die Stop-Marken von gestern wären jetzt dementsprechend nachzuziehen. Schrägstrich Teilgewinnnahmen hätten sich ohnehin schon gelohnt. Ein sehr, sehr aggressiver Trader könnte jetzt hier zum Beispiel oberhalb des EMAs 100, oberhalb von 9.590 Punkten, hier 95 bietet sich wohlmöglich an, einen Stop für einen möglichen Short legen. Das heißt, wenn die News hier wie auch immer geartet jetzt reinkommen, dann kann es durchaus gegebenenfalls einen kleinen Spike nach oben, dann aber hier eine schöne Reaktion nach unten geben. Und insofern wäre das hier sicherlich eine sehr, sehr interessante Situation. Gehen wir hingegen deutlich über das 38er, sage ich schon, weil ich es hier gesehen habe, über das 61er der jüngsten Bewegung raus. Wir machen mal das eine Fibo-Level weg. Das ist von der übergeordneten Tendenz, beziehungsweise wir passen mal hier die Linien an. Und da gepunktete Linien draus. Und die Fibos machen wir jetzt mal schwarz. Da aktueller. So. Und wie gesagt, Shorts könnten sich bereits jetzt spekulativ anbieten mit engem Stopp. Natürlich zu den News kann auch wieder alles nach anders kommen und der DAX ja eine weitere Erholung fortsetzen. Diese würde sich zum Beispiel eben oberhalb von 9.600 Punkten eröffnen. Dann hätte der Markt sicherlich gute Chancen, hier nochmal den Widerstand bei 9.700 Punkten anzuvisieren. Das ist jedoch ganz klar Plan CR, würde ich sagen, denn diese Chance halte ich für eher unwahrscheinlich. Stop für die gestrigen Shorts wäre hier unverändert bei 9.735 Punkten zu empfehlen. Andernfalls, wie gesagt, wenn wir hier oben rausgehen, dann hat der DAX sicherlich einen größeren Turnaround vor sich. Aber wir haben heute hier statistisch neben dem klar schwachen Freitag heute mit 44% negativer Schlusspreise während der letzten 52 Wochen auch natürlich den bärischen Bias auf unserer Seite. Und nach den starken Erholungsimpulsen der jüngsten Stunde kann sich hier durchaus eine baldige Schwäche anschließen. Das sieht sehr, sehr interessant aus. Also das ist jetzt hier wirklich so ein Scheitelpunkt wieder, wo man sagt, okay, entweder dreht der DAX jetzt direkt nach unten ab oder er geht eben nach oben raus mit den News. Im Hintergrund muss man natürlich hier ein Stück weit spekulativen Charme einplanen. Wir haben dann um 14 Uhr auch noch Verbraucherpreise aus Deutschland und das Verbrauchervertrauen 16 Uhr Conference Board aus den USA heute. Also heute haben wir noch zwei Events nach 11 Uhr, die den DAX hier deutlich in Wallung bringen könnten. Und ja, wenn wir hier nicht abdrehen, wie gesagt, aggressiver Stopp hier, konservativer Stopp hier. Aber wenn wir hier nach oben rausgehen, deutlich über 9.600, dann wäre, wie gesagt, hier sicherlich das Long Setup dann kurzfristig zu präferieren. Aber so sieht es mal aus. Aktuell hier auf einem sehr, sehr interessanten Level. Shorts könnten sich hier durchaus lohnen. Allerdings spekulativ und immer natürlich vor dem Hintergrund, dass man sich hier an die Money Management Regeln hält und wo Chancen da auch ganz klar Risiken. Wir sehen auch hier die aktuelle Hammerkerze, die heutige Tageskerze in ihrer Erscheinungsform bisher. Hier mit einem kleinen Dip unter das Tief vom 24.8. Das sieht ganz gut aus. Jetzt könnte sich natürlich hier durchaus ein Boden, ein Doppelboden bilden, der den Markt dann hier wieder beflügelt nach oben. Grundsätzlich Short-Szenario jetzt erstmal abgearbeitet, das was ja schon seit einigen Tagen präferiert wurde. Und jetzt müssen wir mal sehen, wie der DAX hier aus dem Tag kommt. Kurzfristige Erholungsmöglichkeit ist prinzipiell vielleicht schon abgearbeitet.
Bleibt sie doch bei der Hammerkerze, baut die sich nach oben auf, dann achten Sie bitte hier auf den Widerstand, den wir auch hier im Chart sehen. Gut, ein Stück höher, 9730, 9705 haben wir den kleinen vorgelagerten, das leitet sich hier an der Kerzen ab. Also hier direktes Widerstandspotenzial. Also wenn er über 9,6 rausgeht, muss man nochmal mit der 9,7 rechnen. Wäre allerdings nicht zwingend notwendig. Insofern kann es sogar schon direkt zu neuen Tiefs kommen. Hier mache ich nochmal den Plan B. Wenn wir deutlich rausziehen, dann rechnen Sie mit 9,7. Da wäre dann eventuell wieder die Möglichkeit, auf die Short-Seite zu springen. Wie gesagt, der Markt hat rein saisonal noch bis zu den Anfängen des Oktobers hier Short-Potenzial. Spätestens Mitte Oktober ist der saisonal bullische Bias vorhanden. Das heißt, wenn er sich jetzt hier noch ein Stück weit abwirkt nach unten und dann hier möglicherweise tatsächlich im Bereich 9.300, 9.400 Punkten einen Boden bildet, stehen die Chancen vielleicht gut, dass wir zum Jahresende dann doch wieder nach oben laufen. Das bleibt mal abzuwarten. Ansonsten, wenn wir hier signifikant neue Tiefs machen unter den August-Tiefs, dann droht hier eine deutlichere Schwäche. Sie können sich an die größeren DAX-Analysen erinnern. Da ist viel Luft nach unten. Ich rede hier zum Beispiel von der Marke von 8000 Punkten, die dann hier durchaus erreichbar wäre. Sie sehen auch hier jetzt im Wochenchart-Intervall links unten ja, die Tiefs vom August, Tiefs der Vorwoche, hier aktuelle Kerze. Da wird sich jetzt entscheiden, was passiert. Wenn hier nochmal eine schwarze rankommt, dann sind wir relativ zügig auf dem Weg in Richtung 8000 Punkten unterwegs. Die Marke von 9000 dürfte hier wenig Halt bieten. Also es bleibt spannend. Just mal aufpassen, was um 11 Uhr und den nachfolgenden 14, 16 Uhr Events passiert, was der DAX da macht. Chancen gibt es, wie gesagt, jederzeit. Auch ein Ausbruch auf der Oberseite scheint legitim. Der, der hier bullisch ausgerichtet ist, kann zum Beispiel dann hier auch diesen Ausbruch, wenn er denn kommt, nach oben long spielen. Wie gesagt, aufgrund der jüngsten Schwäche ist hier durchaus Erholungspotenzial gegeben. Doch hier 9,7, der definitive Deckel in meinen Augen drauf. Warten wir ab, was passiert. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Wünsche Ihnen jetzt ein glückliches Händchen. Denken Sie immer dran, alles Informationen. Sie sind verantwortlich für Ihr eigenes Geld, für Ihren eigenen Account, für Ihre eigenen Trades. Übernehmen Sie die Verantwortung und wenn Sie sich unsicher sind, dann lieber nur zuschauen. Ich sage danke fürs Dabeisein. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Ihr Christian Kemmerer und tschüss.